Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei und jede Menge gefährliches Halbwissen auch heute in der 157. Folge mit mir, dem Max. Und der Kani. Hallo, hallo. Heute geht es um die Regenschirme von Cherbourg. Les Parapluies de Cherbourg. Kannst du das Geh weglassen? Cherbourg. Ui. Ja, soviel zu meinem Französisch, das seit der Schule ganz stark eingerostet ist. Und auch während der Schulzeit nicht so super war. Ja, was haben wir denn so zu berichten? Da wäre zum Beispiel, dass Christian mal wieder nicht da ist. Ich hatte mit Christian ein schönes Gespräch. Wir haben gemütlich entspannt im Garten gesessen, bei bestem Wetter. Und Christian gönnt sich quasi eine Auszeit, sage ich jetzt mal so. Falls er das korrigieren oder ausbessern möchte, kann er das bestimmt tun. Da ist Christian alt genug. genau, aber Christian, ja, wird sicherlich auch mal irgendwann wieder hier mit dabei sein, glaube ich. Und wir gucken mal, dass wir jetzt dieses Jahr doch wieder so ein bisschen in den Tritt kommen, denn eigentlich erscheint ja jeden letzten Sonntag im Monat eine neue Wiederaufführungsfolge. Und das hat dieses Jahr noch nicht so ganz geklappt, aber ja, wir gucken mal, dass wir wieder in den Tritt kommen. Ja. Möchtest du, hast du gerade noch was dir den Nägeln brennt? Nö. Gut. Ja, wir schauen gleich die Regenschirme von Cherbourg aus dem Jahr 1964, Regie Jacques Demy. Und wir schauen die britische Blu-ray, die ist anlässlich des 50. Geburtstags des Filmes, also 2014 erschienen. Und weil wir so euphorische Sammler sind, haben wir tatsächlich zwei Exemplare davon. und da wir auch nicht wissen, was wir mit zwei Exemplaren machen sollen, habt ihr die tolle Riesenmöglichkeit, wenn ihr sagt, oh, was ist Englisch, da habe ich jetzt nicht so das Problem mit, dann könnt ihr eine Blu-ray gewinnen von Die Regenschirme von Cherbourg, eine britische Blu-ray. Mit einem richtigen Haufen an Extras. Ich habe das nur mal ganz kurz so überflogen, aber das ist mit großen Dokumentationen so drumherum, die auch Feature-Length haben, also Spielfilmlänge unter anderem. Da gibt es hier mehrere Stunden Extras zu dem Film auf der britischen Blu-ray. Wenn ihr sagt, ich hätte gerne eine britische Blu-ray, dann müsst ihr ganz einfach einmal auf wiederaufführung.de gehen, diese Folge hier anwählen und dort kommentieren. Idealerweise was, nachdem ihr vielleicht die Folge gehört habt, um uns zu sagen, wie ihr die Folge fandet oder so. Aber auch so nach Lust und Laune ist alles erlaubt. Aber genau, einfach zu dieser Folge Die Regenschirme von Cherbourg einen Kommentar hinterlassen auf unserer Webseite. Und ich würde jetzt sagen, bis 31. Juli könnt ihr da mitmachen. Kommentare, alle, die bis 31. Juli 2019 auf wiederaufführung.de diese Folge kommentieren, kommen in den imaginären virtuellen Lostopf und dann wird ausgelost und eine kriegt dann eine Blu-ray, die Umbrellas of Cherbourg. Wer nicht gewinnt, muss natürlich nicht traurig sein, denn tatsächlich erlebt dieser Film dieses Jahr seine Blu-ray-Premiere auch in Deutschland. Am 22. August soll der Film zusammen mit Die Mädchen von Rochefort, ja. Auf Blu-ray erscheinen. Bei Arthouse, dem Unterlabel von Studio Kanal. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt wieder die gute alte Wiederaufführungspause-Nummer und gucken den Film und sind dann gleich zurück und sprechen über den Film. Bis gleich. Ja, und schon sind wir durch Cherbourg getanzt, gesungen, gewandelt. Ja, Kali, sag mal an, wie ist das denn bei dir eigentlich so mit dem Film gewesen? Kannst du ihn vorher? Hast du ihn schon mal gesehen? Hast du deine Beziehung? Nee. Ja, ich hatte eigentlich tatsächlich gar keine Beziehung dazu. Ich bin auf den Film vermehrt gestoßen, weil ich ja meine Musicals immer sammle und sozusagen als Musical mitgezählt kam man immer wieder in Empfehlungen rein und hat auch mal sehr gute Bewertungen gehabt tatsächlich. Und deswegen habe ich auch beschlossen, mir den zu holen. Und Christian hat ja davon auch sehr viel geschwärmt, wo ich dann auch dachte, okay, dann hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Aber ich habe ja die ganze Zeit nicht geschafft, den zu gucken. Und deswegen freue ich mich, dass wir den heute sehen. Ja, genau. Der hat damals die Goldene Palme in Cannes gewonnen und war auch für, ich weiß gar nicht, 4 oder 5 Oscars irgendwie nominiert, wenn ich es richtig gesehen habe.
Ich habe den auch noch nicht gesehen gehabt. Mir war der auch vom Titel geläufig, bekannt so als eines der großen Musikfilmwerke. Ich weiß auch gar nicht, ob, also können wir jetzt gleich sofort dann reingehen, das Thema, ist das ein Musical oder ist das ein Musikfilm? Was unterscheidet diese beiden Punkte überhaupt und bla bla bla? Das ist auf jeden Fall ein Musical. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde das schon interessant. Also dass das ein Musical war, das wusste ich ja vorher auch, aber dass es nur gesungen wird, also ohne Sprache, komplett nur gesungen, das ist, also jetzt ohne Gespräch, also normales Gespräch, also sondern wirklich sprechen. Von vorne bis hinten, alle Dialoge werden durchgesungen. Das ist ja wirklich mal ein ganz anderes, das ist ja mal eine ganz eigene Art. Aber was ganz Neues, fand ich auch sehr interessant. Und damit wird auch knallhart im Trailer geworben, der erste Farbfilm, der komplett gesungen ist. Also, ich nehme an, zumindest auf Frankreich bezogen, andere Länder, keine Ahnung. Ja. Hat sich ja auch nicht durchgesetzt, ne? Also es ist ja schon auch eine Besonderheit bis heute in seiner Art, ne? Eher selten, ja. Aber dafür hat dann eben auch den Vorteil, dass, soweit ich das jetzt ersehen konnte auf die Schnelle, der auch nicht synchronisiert worden ist oder so, dass irgendjemand diesen Versuch unternommen hätte, sondern dass man das eben einfach untertitelt hat, was auch... Ja, wie immer, ich kann mir das nicht vorstellen in der synchronisierten Fassung in diesem Fall, weil den ganzen Sing-Sang da... Naja, ja, von 1964, ist dieses Jahr also 55 Jahre nur mittlerweile alt. Ja, ich habe den auch, wie gesagt, vorher nicht gesehen. Ich behaupte auch, ich habe von Jacques Demy noch nichts geschaut. Aber, ja. Also ich habe definitiv von ihm nichts geschaut. Ich bin auch allgemein, was das französische Kino angeht, nicht so bewandert, wie ich gern sein würde. Und gerade auch bei älteren französischen Filmen habe ich so gut wie gar keine Erfahrung, würde ich jetzt fast sagen. Hast du Belle de Jour mitgekriegt? Wollte, ich habe es aber verpasst. Also ich habe noch nicht geschaut. Ja. Würde ich jetzt auf jeden Fall nachholen wollen, jetzt wo ich mit Catherine Deneuve... Ich glaube, das war auch mein erster Film mit Catherine Deneuve. Okay. Also ich glaube, ich habe von ihr vorher auch noch nichts gesehen gehabt. Ich überlege gerade. Würde ich jetzt behaupten wollen. Ja, was auch so von den neueren Filmen, die ist ja immer noch aktiv, die Dame. Ja, weiß ich gar nicht. Also Belle de Jour habe ich gesehen, den vor kurzem gerade noch Ekel von Polanski. Das ist durchaus in Anführungszeichen interessant, was sie so anscheinend in ihrer Frühphase so für Rollen hatte. Inwiefern? Ja, dass sie, also bei Belle de Jour geht es ja auch darum, dass sie irgendwie so ein bisschen, na, allein ist, weiß ich gar nicht, ja doch, ich sag einfach mal so, allein oder irgendwie nicht mit der Gesellschaft klarkommt, in der sie ist, oder die Gesellschaft nicht mit ihr oder beides. Und bei Ekel ist das nochmal eine andere Nummer des Alleinseins, wie sie so in der Welt zurechtkommt. Ja, sehr kryptisch. Das habe ich. und damit wieder zurück nach Cherbourg. also ich überlege gerade, was ich eigentlich so erwartet habe von dem Film. Bin halt in der Erwartung angegangen, ja, ein Musical, also wenn wir solche Nummern kriegen und vielleicht auch so große Inszenierungen und ich habe mir immer gedacht, na, dann treten die mal irgendwie so auf der Straße mit ganzen Regenschirmen auf und so. So, so Sing in the Rain-mäßig oder was? Nee, nicht mal Sing in the Rain, aber so eben, also mit vielen Menschen, vielen Tänzern und so und Tänzerinnen. Aber das war ja quasi gar nicht. Nö. Das war ja gefühlt sehr, also im Verhältnis recht intim, wenn ich so an, ich weiß nicht, ich komme gerade nicht auf ein anderes Musical, wo mir einfällt, dass da große Menschennummern sind. Na gut, Moulin Rouge vielleicht auch. Hier Amerikaner in Paris hat noch viel. Hatte ich den geguckt komplett? Ich glaube nicht. Ja, siehst du, deswegen fällt er mir auch nicht ein. Aber es ist ja wirklich sehr viel so in Behausung oder drin spielt der Film viel. Und dann eben, ja, häufig eigentlich so Dialoge, die eben gesungen werden. Es werden eigentlich ganz halt Dialoge gesungen, da wird kein Lied durch rausgefriemelt. Und vor allen Dingen, was ich auch interessant finde, ist, das ist ja auch sehr realistisch trotzdem gehalten. Diese ganzen Abläufe sind ja realistisch. Was du jetzt meinst, ist ja du hast jetzt diese klassische Musical-Wirkung erwartet, wo halt die Handlung ist, die Dialoge kommt, und da kommt auf einmal aus dem Nichts dann diese große Nummer, wo dann sozusagen nochmal alles hingeschmettert wird und halt als Lied sozusagen performt wird und dann hast du halt auch dann diese ganzen Tanznummern und ähnliches. Das ist ja alles nicht. Das ist ja einfach ein ganz realistischer, normaler Film. Das Einzige ist, also ist ein ganz normaler Film, bei dem einfach die Dialoge gesungen werden. Das ist jetzt nicht dieser pompöse über Over-the-Top-Musical-Chick, den du sonst meistens so dabei hast. Und es gibt die ganze Zeit Musik. Ja. Das ist auch noch. Das ist ja selbst in Musicals nicht mal unbedingt der Fall. Da gibt es ja noch die in Anführungszeichen normal gesprochenen, eben nicht gesungenen Dialogpassagen, die dann auch mal ohne Musik sein könnten. Und die ist ja wirklich durchgängig komponiert. Ja, das ist für mich jetzt bei der Sichtung nicht immer leicht gewesen.
dieses, ja, weil es halt anders als das, was ich sonst sehe. Punkt. Mhm. Und da mich rein ein bisschen reinzufinden, war nicht immer leicht. Finde ich interessant. Ich hatte genau die gegenteilige Wirkung gehabt. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass ich ja auch sehr viele und sehr gerne Musicals schaue. Also ich fand das sehr entspannt mit dem, sozusagen wie sie ihre Dialoge gesungen haben. Und ich fand, sie hatten auch eine unglaublich deutliche Aussprache gehabt. Also es war richtig schön. Also ich habe zwar die englischen Untertitel gehabt, aber man hat ja genau die Wörter, die französischen Wörter im Kopf vor sich gesehen. Was die da so, also fand ich, war relativ positiv überraschend in der Hinsicht für mich. Mhm. Und ich dachte, nur den ganzen Vokabel nochmal auffrischen konnte von früher, wo ich dachte, ah ja, stimmt, das ist ja das, das und das und das und das und das. Fand ich ziemlich cool. Also, und ich fand's, ich habe bei den ersten drei Kunden, so wie diesem Gespräch, habe ich erstmal gedacht, okay. Und danach war ich komplett drin, also ich habe mich da komplett ganz schnell dran gewöhnt gehabt. Kann mir aber vorstellen, dass da viele Leute ein Problem mit haben. Also das. Ja, also ich glaube, also wenn man vor allem unvorbereitet da reingeht, wenn man sagt, hier komm, wir gucken jetzt die Regenschule von Cherbourg, aha, ja, was ist das? Ja, das ist ein französisches Drama. Okay. Da. Dass das natürlich, also sollte man irgendwie schon, ich weiß nicht, ob man das wissen soll, aber es ist, glaube ich, kein Nachteil, wenn man weiß, dass es sich um einen Musikfilm handelt. Das ist meine Erfahrung raus, musst du es den Leuten immer sagen, sonst sind sie danach extrem negativ überrascht. Ich weiß gar nicht, wo ich das letztens hatte. Das hatte ich doch mit der einen noch hin und her geschrieben gehabt. Und die hat auch gesagt, welchen Film ging es denn da? Ein Musical, was, ein ganz bekanntes Musical, was erst vor kurzem im Kino war. Mhm, The Greatest Showman. Ach, das ist nicht, auch schon wieder her. Es ist auch Aladdin. War das Aladdin? Naja, also ich habe so. Es war irgendwas relativ Modernes, was sehr auch als Musical ganz stark vermarktet worden ist, was mir jetzt nicht auf der Zunge liegt, tut mir leid, aber auf jeden Fall war die Person, mit der ich geschrieben habe, sehr ernüchtert darüber, dass sie gesungen wurde und fand das ganz, ganz furchtbar, wo ich hatte so, hä? Ja. Ich glaube, das war Aladdin. Also, nein, oder Rocketman. Nee, Rocketman. Ich glaube, es war Aladdin. Es war kein Musikfilm, es war ein Musical. Mhm. Da habe ich auch gedacht, Ja, das verstehe ich auch manchmal nicht so, wenn ich so in meiner Twitter-Filmblase umher schwebe. Kommt auch immer zu mal so, Musicals, das geht gar nicht. Und denke ich mir so, ja, warum? Ist eigentlich ziemlich geil so, weil halt voll die Post abgeht und super filmisch geeignet ja auch ist eigentlich so. Aber das sind dann eben so. Naja, ist halt so. Ich habe ja auch irgendwo bei manchen Sachen Vorbehalt oder so. Versuche die dann eben auch immer mal abzulegen und mich eben durch die Filmgeschichte zu orientieren und Sachen zu entdecken, wie eben hier diesen Film. Ja, ich muss auch sagen, ich teile die Erfahrung, aber auch, ich finde auch, wenn man so sagt, man hört gerne, also man schaut gerne Musicals oder ähnliches, jetzt, und egal jetzt auf welchem Medium, ob jetzt auf Twitter oder auf Breadpress oder wo du sonst wo ihr unterwegs bist, das formiert oder auch im Alltag, dass da bei Musicals relativ häufig Vorbehalte sind und alles. Das stimmt schon. Also ich habe vor kurzem, auf meinem Blog hatten wir vor kurzem auch diese Frage beantwortet gehabt mit dem, welches ist das Lieblingsfilmgenre? Und da hatte ich dann Musicals gewählt. Da hatte ich wirklich eine überraschend starke Resonanz bekommen von allen. Die hat noch mal, das Musical, das haben wir noch nie gehört, dass einer auf so eine Frage so antwortet. Und gerade, dass wie schnell die genervt sind vom ganzen Getreller und dass sie es blöd finden, wenn außerdem auf einmal die Leute nicht mehr ordentlich sprechen können. Und also so eine ganz komischen Gründe halt teilweise auch, wo ich dann hatte so, ja, was der eine nicht mag und das mag der andere gerne. Ich finde es zum Beispiel schöner, weil ich es gerade schön finde, wenn ich einen Film gucke, wenn der ein bisschen pompöser ist und der mal ein bisschen sich öffnet und dann halt dieses Bildgewaltige so bringt. Aber ich bin ja auch im Alltag, also auch im Theater, auch diese Theaterfan, da mag ich das ja auch gern, vielleicht kommt dadurch auch immer diese Neigung, die ich dahin habe. Ne? Aber ich finde auch häufig, dass da eher negative oder überraschende Reaktionen kommen, als dass einer sagt, oh ja, ich bin auch voll Musical. Mhm. Deswegen ist es eigentlich auch ein bisschen, nicht doof, aber ein bisschen vielleicht ins Nichts hinein, dass wir jetzt diese Diskussion untereinander führen, weil wir beide eher ja pro Musical sind. Ja, irgendjemand, der vielleicht nicht unbedingt pro ist oder aber auch nicht vielleicht komplett ablehnt oder so, aber der. Ich glaube, Musical ist ein Genre, da denken die meisten im Alltag nicht so drüber nach, weil das nicht so präsent ist. Und dann finden alle wieder die Filme von Disney, die Animationsfilme, so toll, wo ja auch ständig gesungen wird. Nicht immer, Dumbo wird nicht gesungen. Aber lassen wir zum Film zurück. Ja, ich weiß gar nicht, wie immer diese toll verschwurbelte Sache mit der Inhaltsangabe zu diesem Film. Möchtest du irgendwie sagen, worum es geht, oder wollen wir das direkt überspringen? Und jetzt ich kann es versuchen. Also es geht um ein junges Pärchen, die 17-jährige Genevieve und den 20-jährigen Guy, die beide sozusagen das erste Mal unglaublich verliebt sind und
und auch heiraten wollen, aber dadurch, dass Genevieve nur 17 Jahre alt ist, kriegt sie nicht die Erlaubnis ihrer Mutti. Und wie es denn so ist, wird denn sozusagen der Guy eingezogen für die Armee für die nächsten 2 Jahre und nach Algi versetzt. Und wohin? Nach Algi? Ja, nach Algerien. Ich will jetzt nicht reden. Guy kommt nach Algi. Algerien versetzt, ja, Entschuldige, ich war jetzt auch so im Film drin. Algerien versetzt. Und bevor er abreist, verbringen sie eine leidenschaftliche Nacht und die trägt Folgen. Früchte. Die hat Folgen und trinkt Früchte. So, jetzt aber, ja, das ist meine Inhaltsangabe. War kurz und knackig. Okay, das ist deine Inhaltsangabe. Was hättest du denn gesagt? Ja, dann taucht Herr, ich will Lassard sagen, aber Lassard ist, glaube ich, der von der Police Academy. Kassard. Taucht auf, der dann anfängt, auch die Tochter sozusagen zu umwerben, die Genevieve. Ja. Jetzt habe ich jetzt bewusst nicht genommen, ja, weil ich finde, das ist ja schon der zweite Pakt, das ist ja schon der zweite Akt. Das ist ja auch relativ. Aber genau, vielleicht können wir direkt über diese Struktur einsteigen. Also der Film ist dreigeteilt oder ergibt sich 3 Abschnitte. Première Partie, Le Départ. Erster Abschnitt, die Abreise. Deuxième Partie, die Absence. L'absence, die Absentität, die Abwesenheit. Und troisième partie, la retour, die Rückkehr. Lass uns das in Deutsch halten, dann blamieren wir uns nicht so doll. Ja, ein bisschen kann man mal einblicken lassen. Genau, diese 3 Abschnitte hat sich der Film selbst eingeteilt. Und während ich ja, also, und der Titel, die Regenschirme von Cherbourg, taucht auch im Film auf, denn das ist das Geschäft, das Genevieves Mutter betreibt. Und indem sie ja auch anscheinend mindestens aushilft. Ich habe auch überlegt zwischendurch, also der Filmspiel fängt 1957 an. Genau. Wie ist das da eigentlich mit Schule, Schulpflicht? Bis wann mussten Kinder in die Schule gehen? Anscheinend mit 17 nicht mehr so unbedingt in Frankreich in dem Zeitpunkt. Ich habe das Gefühl gehabt, als sie das Gespräch geführt haben, ist sie tatsächlich noch 16. Also ich würde fast denken, die hat ihre sozusagen ihre Mittelstufenreife und dann ist sie sozusagen als Berufsleben eingestiegen. Also es ist auf jeden Fall anscheinend ein einschneidender Punkt in ihrem Leben auf jeden Fall, sowas, sowohl das Alter angeht, als eben damit verbunden auch die Tagesordnung und so, oder eben der Übergang vom kindlich-jugendlichen zum Erwachsenen hin, was sich dann ja hier ordentlich durchgespielt wird. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, genau, ich glaube, eigentlich habe ich gedacht, Catherine Neuf ist sozusagen die Hauptrolle in dem Film. Ist sie das nicht? Und war mir dann eben so im Verlaufe nicht mehr so hundertprozentig sicher, weil sie ja dann raus ist im letzten Drittel eigentlich. So, also, oder zunächst einmal raus ist. Und dann natürlich nochmal wiederkommt. Aber dass wir dann wieder mehr bei Guy sind in der Geschichte. Also das zunächst die beiden, Guy und Genevieve, dann ist Guy weg und sie ist nochmal mehr im Zentrum und dann ist aber auch sie, dann ist sie, im dritten Teil ist sie dann abwesend statt präsent, um dann vielleicht auch nochmal die Rückkehr zu machen, so wie er auch. Und das hat mich, weil ich ihn jetzt auch vor kurzem nochmal geschaut habe, so ein bisschen an Psycho erinnert, an Psycho, wo wir auch ein bisschen so Wechsel der Hauptfiguren haben sozusagen, was ein bisschen überraschender kommt in dem Film als jetzt hier. Aber das war so ein Punkt, über den... Aber die Hauptfigur auf einmal weg ist, oder? Also, ohne. Auf und davon. eben noch geduscht, schon wieder im Schlamm. Das hat mich aber so ein bisschen ins Grübeln gebracht. Habe ich so überlegt, ja... Also, was würdest du denn sagen? Würdest du ganz uneingeschränkt sagen, Catherine Deneuve ist die Hauptrolle? Ja, natürlich. Oder? Ich würde sagen, das ist sogar ohne Umschweife. Ich würde sagen, dass Catherine Deneuve und... wer heißt denn er? Der Italiener. Nino Castelnuovo. Ja, genau. Nino Castelnuovo sind die beiden Hauptrollen und das ist auch. Letztendlich geht es ja um ihre Liebesgeschichte und wie es gemeinsam losgeht, wie denn sie weitermacht, wie er weitermacht und wie sie zum Schluss eine Lösung finden. Das ist ja an sich ein zugestelltes Paket. Finden sie eine Lösung? Und findest du, das ist durchaus üblich, so wie der Film das erzählt? Oder. Also für mich war es zum Beispiel. Grundsätzlich erstmal eine übliche Geschichte, so dieses, das Thema, sich zwischen Liebe und
Sicherheit? Und, ja, Job oder eben finanziellen Erwägungen zu entscheiden zu müssen und sozusagen, man hat eigentlich Träume und das Leben kommt aber irgendwie so ein bisschen dazwischen und entwickelt sich anders, als man sich das vorstellt. Sowohl eigentlich eine vertraute Grundgeschichte, aber wie das dann eben erzählt wird, eben, dass sie dann da relativ lange weg ist, das fand ich schon besonders oder eher, das war für mich eher ungewohnt, so würde ich sagen. Mhm. Ich finde, gerade in älteren Filmen hast man öfter mal so Motive in dieser Richtung gehen tatsächlich. In den neueren hast du recht, in den neuen springt man immer parallel. Dass man meistens immer den, auf den anderen noch sieht und alles. Ich fand das aber sehr schön. Also mich hat das überhaupt gar nicht gestört. Ich weiß gar nicht, hat dich das gestört? So, nee, gestört so nicht, aber ich fand es interessant. Weiß jetzt nicht, ne? Kann man natürlich auch sagen, wenn das jetzt zu der Zeit, in Anführungszeichen, derzeit TM, üblich war, dann würde es mir vielleicht eben andersrum, wenn ich jetzt nur Filme aus der Zeit gucken würde und die würden alle so erzählen, dann würde ich schon sagen, ist jetzt auch komisch, dass die jetzt beide Figuren immer dabei haben und so und nicht sich mal trennen oder irgendwie. Na, ich finde das interessant, weil du hast ja sozusagen nicht nur die Ich-Perspektive gehabt, weil am Anfang, wenn du jetzt in den zweiten Akt reingehst, hast du ja sozusagen die ganze Zeit Genevieves Perspektive und dann bist du sozusagen auch auf ihrer, also plump gesagt, als Zuschauer auf ihrer Seite und letztendlich wechselt das nachher, dass du halt mal komplett Gies Rolle siehst und wie es ihm mit der ganzen Situation geht und alles. Mhm. Und dadurch bist du halt sozusagen als Zuschauer am Ende neutral. Das ist an sich eine sehr schöne, also ich finde, mir persönlich ging es so, dass man nicht sagen kann, aber das genau nur die Person kannst du verstehen oder nur die, sondern es ist wirklich, man kennt sozusagen die ganze Situation und dann kann man selbst gucken, was man daraus macht als Zuschauer, wie man das denn wertet. Mhm. Ob man damit glücklich ist, wie es ausgeht oder nicht. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe mich zwischenzeitlich, also gerade im zweiten Akt, wo sie sozusagen vor dieser Entscheidung steht, habe ich da sehr innerlich sehr stark mitgefiebert. Tatsächlich habe ich gedacht, das ist jetzt aber eine für die Zeit, ich weiß jetzt nicht, wie das mit der Scheidung und Liebe und was ich in Frankreich in den 60ern war, aber eigentlich ist das ja schon eine wirklich schwerwiegende Entscheidung, denn wenn sie sich jetzt für den Cassin entscheidet, dann hängt sie auch bei dem, also dann kommt sie aus der Nummer nicht mehr raus, auch wenn er jetzt wiederkommt. Ach, naja, aber das ist wirklich... Ja, also wenn du sagst, aus der Nummer nicht mehr raus, das klingt ja wie, sie geht das wirklich nur aus zweckmäßig ein, ohne die Chance, dass es auch auf Gefühlsebene was werden könnte. Ich weiß ja nicht, wie es dir ging, aber von der Darstellung her ist ja der Cassin ist ja immer auf Reisen die ganze Zeit und der ist ja auch mehrere Monate auf Reisen. Und von der Darstellung her des Films würde ich jetzt schätzen, dass die sich tatsächlich auch nur 2-3 Mal gesehen hatten, also wenn überhaupt, als er ihr den Antrag gemacht hatte. Mhm. Deswegen ich fand das schon befremdlich, als dann er die Mutter um die Hand sozusagen gebeten hat und sie meinte ja, sie sieht dich nur als Freund. Ich denke, das ist ja schon mal gut, von diesen 2-mal sehen. Also. Und das macht sich ja für mich auch, also diese so eine Distanz oder eine, weiß nicht, ob das eine Etikette war, also während Guy ihr ja sagt, je t'aime, also ich liebe dich, sagt, Kassar ja zu ihr, je vous aime, also ich liebe sie. Naja, ja? Weil die sich nicht, die kennen sich ja nicht, sich nicht in der Hinsicht, ne? Auf einer anderen Ebene. Mhm. Ja, weiß nicht, ob das so in Anführungszeichen eine Art Standessache ist. Jetzt habe ich noch einen anderen Gedanken, den habe ich direkt wieder vergessen. Schade, schade. Ach, tut mir leid. Genau, und das entwickelt sich so. Also für mich war wirklich so dieses, ja, jetzt wird sie wohl mit dem zusammenkommen und ist dann vielleicht nicht so ganz glücklich und Dings wird auf jeden Fall zurückkehren, Guy, aber ob die dann nochmal zusammenkommen, weiß ich nicht. Achso, genau, und was ich interessant finde, ist ja, wir sind 1957 und wie sozusagen die Auswirkungen des Krieges ja auch immer noch mitspielen, die Abwesenheit mal wieder der Vaterfiguren, die hier ganz doll ist. Also wir haben Genevieve, die eben ihre Mutter noch hat zumindest und Guy hat nur noch seine, also ich habe es so verstanden, es ist Tante Elise, Genevieves Mutter sagt einmal, es ist die Patentante? Nee, sie hat nicht die Großmutter Paten, gesetzt. Godmother stand im Untertitel. Und das wäre ja die Patenmutter. Ja, gehen lassen wir es unter Tante. Genau, also auch er hat anscheinend dann ja gar keine Eltern mehr, keine echten, seine biologischen Eltern sind nicht da, sind wahrscheinlich tot, nehme ich jetzt mal an. Schon länger tot, wenn sie ihn aufgezogen hat. Das ist ja, also ne, wie gesagt, den Mann durch den Krieg, also wie das eben so nachschwingt. Und jetzt die nächste Generation, die eben auch dabei ist, sich was aufzubauen, weiterzukommen. Auch ein sehr interessanter Aspekt, der ja nie wirklich, doch, ich glaube, die Mutter spricht das irgendwie mal zwischendurch an hier, als der Vater gestorben ist, ne? Und Armee ist ja weiterhin auch ein Thema, also ist jetzt auch die nächste Generation wieder in den Krieg zieht. Diesmal allerdings weg aus der Heimat und nicht sozusagen überrannt wird. Das ist nochmal ein Unterschied, aber eben auch die wieder mit dem Krieg aufwächst, mit der Wehrpflicht.
Was für schwere Themen in so einem Liebesfilm. Also hat dich das irgendwie beschäftigt oder hast du das großartig wahrgenommen oder ist das so ein, naja, das gibt's auch in dem Film, aber das ist eher so am Rande? Mir ist aufgefallen, dass die Fakten da waren, dass sie sozusagen diese Grundsituation wieder gegeben haben, was halt so typische Filme aus dieser Zeit auch, oder aus dieser Ära auch ist. Ich habe dem jetzt, also ich würde jetzt keine tiefere Bedeutung für die Handlung rein interpretieren wollen. Also ich würde jetzt denken, also bei ihm ist es sowieso außen vor, das hat für ihn eher weniger Auswirkungen, weil er sozusagen ja komplett auf sich allein gestellt. Er geht ja auch, wenn seine Tante da ist und die hat ja ihre Pflegerin, ist er ja trotzdem komplett so ein Individuum. Und sie wiederum ist ja dann in einer anderen Situation, weil sie ja komplett sich auf ihre Mutter verlässt, weil sie und ihre Mutter sind ja sozusagen eine Einheit. Die haben ja auch keine Freunde oder anderen anderweitigen großartigen Bekannten, denen sie nahestehen. Und haben ja, dann nagen ja so ein bisschen am Hungertuch. Ne? Der Laden läuft nicht gut, die kommen ja gerade so über die Runden. Und die Tatsache, dass die Vaterfigur fehlt, die es immer ausgleichen könnte, ist sozusagen bei ihr ja gewichtiger als bei ihm, weil sie ja sozusagen, weil das ja in die Entscheidung nachher reingeht, wartet sie ja sozusagen auf Guy und versucht das jetzt mit dem Kind über 2 Jahre so zu schaffen, aus der jetzigen Situation, die jetzt eh schon schwer ist. Oder entscheidet sie sich, etwas aus ihrem Leben zu machen und einen geschäftigen, reichen Mann zu heiraten, der sozusagen sie absichert und dem Kind auch eine Zukunft zu geben. Das ist halt so dieses, also für mich war das schon eine Entscheidung zwischen Liebe und Sicherheit. Das war für mich jetzt, also ich hatte nicht das Gefühl gehabt, dass sie mit Team Kassar eine enge Bindung hatte und gleich denn, dass sie, also das, was nach außen passt, auch passiert, wenn sie in der Ehe sind, das mal außen vor. Das weißt du ja vorher eh nicht, ne? Aber in der Grundsituation, in der sie jetzt ist, das ist ja keine Entscheidung, wo sie denkt, ja, ich kann ihn lieben. Sie entscheidet sich, darüber denkt sie ja gar nicht nach. Sie entscheidet sich ja jetzt, entscheide ich mich gegen die Liebe für Guy. Das ist ja, und gehe einfach den sicheren Weg. Ne? Das ist ja letztendlich. Ich finde es lustig, dass du gesagt hast, ob sie was aus sich macht und eben sich für Kassar entscheidet. Das war ein Zitat, das hat sie gesagt im Film. Was ja eigentlich zeigt, so dieses Gesellschaftsmodell, ne? Der Mann geht halt arbeiten, der Mann bringt das Geld nach Hause und die Frau kümmert sich eben um Kind und sonst wie was, aber nicht arbeiten. Deswegen ist ja eigentlich auch Genevieves Mutter ja eigentlich irgendwie auch fast eine Anomalie in dieser Welt, sage ich jetzt mal, weil sie ein Geschäft führt und natürlich wird dann, wenn man jetzt dieses Gesellschaftsmodell als das in Anführungszeichen richtige anlegen würde, wird ja dann auch noch gleich wieder gesagt, ja, das kriegt völlig klar, dass das so sein muss, denn die Frau kriegt das ja nicht ordentlich geführt, die ist total überschuldet und weiß nicht, wie den Laden führen soll, kriegt nur durch männliche Unterstützung klappt das überhaupt irgendwie und wird ja dann auch später geschlossen werden. Um dann vielleicht auch ein bisschen ironischerweise Haushaltsgeräteladen zu werden. Also wenn er dann anscheinend Waschmaschinen verkauft dort in dem Geschäft, um den dann eben auch wieder die Frauen zu Hause sich kümmern sollen. Na, wir haben ja im Film allgemein nicht so viele weibliche Rollen, die gezeigt werden. Wenn du jetzt mal die, jetzt ihre Mutti mal wegnimmst, dann hast du ja sozusagen noch die Tante, die ja sowieso schon kurz sozusagen vorm Sterben ist. Die halt die ganze Zeit im Bett verbringt, ja. Ja, die halt schon alt und kränklich ist. Die hat ihre Pflegerin, die halt auch selber vollweise ist durch den Krieg. Mhm. Die hast du vergessen zu sagen, die halt auch komplett eigentlich nur für diesen Job lebt, sonst hat sie nichts. Dann hast du ja sonst nur noch die Ja, Huren. Weiß ich gar nicht. Also Huren am Hafen. Ja, die Bar. Also, ich würde nicht so weit gehen, die alle als Huren abzustempeln. Aber die mit den Strapsen rumrennen, würde ich schon sagen, dass das so. Ich überlege, wenn du sagst, Madeleine, die nur für den Job lebt, ich weiß gar nicht, was die sonst so gemacht hat oder macht. Ja, die wohnt da, also lebt da wirklich mit denen zusammen. Aber wenn die mit denen zusammen lebt, warum kommt die denn dann immer angezogen, wie sie kommt von draußen rein? Na, vielleicht geht die auch einkaufen, macht Gänge und so. Die hat ja die hatte nichts da eingekauft, ist dabei. Die ist sehr gut. Naja, aber ich habe schon am Anfang gedacht, die ist nur Pflegerin und nachher am Ende habe ich das Gefühl gehabt, die ist Mädchen für alles. Naja, und wenn die Tante da nicht mehr aus dem Bett kommt, muss sie ja quasi alles machen. Naja, ja. Aber die hat ja zum Schluss auch da gewohnt. Jetzt hätte sie ja nicht ihre Koffer gepackt und er hat gesagt, geh nicht. Also muss sie ja da gewohnt haben. Ja. Also das verkennt ja, natürlich. Dass sie viel Zeit da verbringen, ist schon richtig. Dass du ganz doch einen Koffer weißt. Hier ist ein Koffer. Ja, und ich überlege halt gerade diese Gesellschaftsordnung. Ich versuche gerade wieder den Gedanken zu fassen, der mir irgendwo gerade rumschwirrte. Ja, was, wie entsteht eigentlich die Tragik dieser Geschichte? Ne? Das ist ja. Im Timing. Ist das. Ja, Timing wäre jetzt eine andere. Ich meine jetzt so, welche dieser äußeren Umstände sind das eigentlich? Ist das der böse Staat,
der die Männer einzieht zum Krieg. Wenn es keine Wehrpflicht geben würde, dann könnten die glücklich zusammenbleiben und beide ihre Träume verfolgen. Ja, ich glaube auch tatsächlich, wenn sie jetzt nicht schwanger geworden wäre, hätte sie auch die 2 Jahre auf ihn gewartet. Mhm. Das ist eigentlich auch, klingt fast ein bisschen paradox, ne? Ich kriege ein Kind von dir, aber ich kann nicht auf dich warten. Und ich muss mich um dein Kind kümmern, muss ich mich an einen anderen Mann. Ja, das ist ja die Tragik. Das ist das Tragikgeflecht in dieser Geschichte. Ja. Ja. Also ich bin davon überzeugt, also ich finde am Anfang, ich weiß nicht, wir können ja mal den Anfang betrachten, die wirkten schon sehr verliebt und sehr, sehr, die erste Liebe, dieses intensive Gefühl der ersten Liebe, die haben sie gut transportiert, fand ich. Und das war schon ein süßes Pärchen, also die hat schon zum gepasst und waren auch, also die waren, das war wirklich realistisch und ich glaube auch tatsächlich aus dieser Grundkonzeption raus, wenn sie jetzt nicht schwanger geworden wäre, bin ich überzeugt, dass sie auf ihn gewartet hätte. Ne, das also, war jetzt, also haben sie es selbst verbockt. Für sie war es einfach diese Not. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes schon, ja. Ja. Ja, fand ich ja, hatte ich ja, als wir den Film geguckt haben, schon gesagt, ich fand es sehr interessant. Frankreich, das Land, in dem die Regenschirmfachverkäuferin und der Automechaniker sich abends in der Oper zukamen, treffen, so als Freizeitunterhaltung. Was also bei mir jetzt so ein bisschen dieser Blick ist von wegen, ja, was mag das wohl gekostet haben? Die schien ja auch so eine Loge zu haben. Die kostet eigentlich ein bisschen mehr, oder was, für eine Oper? Aber ja, wenn es jetzt normales Theater ist. Aber ne? Es zeigt sich für mich eigentlich auch trotzdem, dass das ja Frankreich, dieses Land, das die Kultur wertzuschätzen weiß oder sehr hoch schätzt im Vergleich zu manch anderem Land. Das ist eine schöne Sache. Und auch so dieses Gespräch oder diese gesungene Dialog eben auf der Arbeit, wenn Guy dann Feierabend macht und sein Kollege sagt, ja, also Theater ist nicht schlecht, aber ich mag ja Filme mehr. Ja, ich gehe jetzt in die Oper. Ja, aber ich mag Filme. Ja, das hast du schon gesagt. Und wenn er auch natürlich aus Carmen das Lied singt und so, ne? Ja. Die kleinen Dinge, die da so mit durchkommen, fand ich sehr schön. Ja, fand ich auch allgemein, nur diese ganze Einstieg in diesen Film, mit dieser langen Kamerafahrt, wo er sozusagen seinen Arbeitsplatz nochmal sieht und dann sozusagen wie er Feierabend macht mit seinen Interaktionen mit seinen Kollegen. Und wie leichtfüßig und unbekümmert er durchs Leben hüpft sozusagen und entspannt und das war schon schön zu sehen, muss ich sagen. Also, ich finde, das war ein Einstieg, der auch mehr Lust auf mehr gemacht hat, tatsächlich. Ich kann darüber nachdenken, weil Kamerafahrt saß und der Film spielt nur in Cherbourg, das wohl, ich bin überhaupt nicht sicher, ob die jetzt irgendwo an der Atlantikküste liegt. Also auf jeden Fall. Ja, ich habe keine Ahnung. Es ist eine Hafenstadt, Punkt. Es ist eine Hafenstadt, Punkt. Und es geht um das Reisen und das Weggehen und wieder ankommen, dass die Leute da entweder mit dem Auto kommen und gehen oder mit dem Zug, aber nicht mit dem Schiff. Ne? Also er fährt mit dem... Deswegen hast du die ganzen Matrosen mal durchs Bild, glaube ich. Ja, also ne, Kassar, der mit dem Auto in die Werkstatt kommt, so, was erst gar nicht groß thematisiert wird, das habt ihr auch nochmal nachgeguckt, dann haben wir gleich nochmal geschaut, ob das wirklich so ist. Mhm. Also ne, der mit dem Auto in die Stadt kommt. Mir kam das Auto bekannt vor, weil das immer diese schwarze Limousine immer wieder auftaucht. Deutsche Wertarbeit, der Mercedes. Ja, also wirklich. Dann ist Guy... Wenn er dann eingezogen wird, fährt mit dem Zug ab und ich weiß gar nicht, seine Rückkehr wird da gezeigt, wie er tatsächlich zurückkommt. Und Zug, da kommt auch ein Bahnhof an. Ja, weiß ich schon gar nicht mehr. So, ne? Also das Fahren mit dem Schiff, was ja irgendwie naheliegend wäre, gar nicht vorkommt. Was wir stattdessen aber haben, sind zwei ähnlich gelagerte Szenen am Hafen. Und zwar ist das zunächst einmal... wenn die beiden aus der Oper kommen, relativ zu Beginn, dann gehen sie ja bei Nacht da am Hafen lang. Und es ist eben total romantisch, sehr schön. Es ist eben so auch Nacht und es regnet nicht, wir brauchen keine Regenschirme. Und er gesteht ihr eben ihre Liebe noch und sie ihm. Und ich weiß gar nicht, ob das der Teil ist, wo sie dann auch die Pläne machen mit. Er wird dann eben seine eigene Werkstatt, Autowerkstatt sozusagen haben. Sie reden auf jeden Fall über die Zukunft. Ne? Er sagt dann, sie sagt dann auch nochmal von ihrem Traum, wenn sie ein Kind hat, dass sie den Francois nennt, das Mädchen. Und weil ihre Familie ja immer nur Mädchen sind. Und, so, und der lustige Teil ist ja, dass beide Träume auch in Erfüllung gehen im Laufe des Films. Also sie kriegen ein Kind, das Francois heißt, und er wird eine Auto, Tankstelle, Werkstatt, Mechanik-Schuppen eröffnen. Die hat er ja auch nur die Möglichkeit gehabt, die zu eröffnen, weil er das Erbe seiner Tante da gekriegt hat. Ne? Also genau, habe ich auch so verstanden. Ja, die finanzielle Unterstützung war eben, oder das war eben das Erbe
der Tante, genau, dass er da dafür dann verwendet, um was Neues anzufangen, aufzubauen. Hm. Was er sich ja klar ausformuliert schon erträumt hat und geht da eben seinen Weg. Ja, also bezeichnen eigentlich, ne, dass das zwar tatsächlich in Erfüllung geht, das, was sie sich da gegenseitig sagen, aber nicht so ganz, wie sie es vielleicht gedacht haben. Und deswegen muss man die Wünsche beim Genie immer sehr genau aussprechen und alle Eventualitäten bedenken. Genau, und diese Szene am Hafen wird später wiederholt werden. Dann ist es wieder Genevieve, diesmal aber mit dem Kassar, die da lang gehen, diesmal bei Tag. Und sie gehen so ziemlich genau den gleichen Weg da lang und er gesteht ja eben auch ihre Liebe. Wie gesagt, er sagt nicht, ich liebe dich, sondern ich liebe sie, Genevieve. Was ich eine interessante Doppelung finde, also dass wir eben diese beiden, die werden dadurch ja ganz klar miteinander verbunden. Ne? Es ist eben der gleiche Ort, ähnlicher Weg, aber es ist eben ja doch was anderes, eben diese Unterschiede. Und das haben wir auch nochmal bei der Kirchenszene. Wir haben zwei Szenen, die sich in der Kirche abspielen. Das eine ist die Hochzeit von Kassar und Genevieve. Sie in allerschönstem Weiß, die Hände zum Gebet gefaltet und sie werden da eben gerade getraut. Und dann haben wir nochmal eine Szene in der Kirche, diesmal nicht so freudig der Anlass, denn die Tante von Guy ist verstorben. Und wir haben wieder, der Mann ist, also diesmal ist links im Bild der Sarg noch mit dabei, dann aber wieder von uns aus gesehen links der Mann, rechts die Frau, das ist jetzt Madeleine, die nicht in Weiß, sondern komplett in Schwarz gehüllt, aber auch wieder die Hände zum Gebet gefaltet. Also das Bild ist sehr ähnlich, was wir da meinten, aber es sind eben andere Anlässe. Es wird also auch hier wieder so quasi, naja, gespiegelt, weiß ich nicht, aber es wird eben wieder aufgegriffen. Das Bild, was wir schon mal hatten, wird jetzt in einem anderen Kontext präsentiert. Und das finde ich sehr interessant, fand ich auch sehr, sehr schön gemacht. So auf technischer oder erzählerischer Ebene. Ist dir das aufgefallen? Also hast du das bewusst wahrgenommen oder ist das auch wieder so, weil ich glaube, das ist was, was sich bei vielen auch sehr gut unterbewusst einfach mit reingeht. So, also gerade auch, ich war einfach super so fasziniert, dass sie ja quasi heiraten und dann Katrin Deneuve so wirklich die Hände zum Gebet gefaltet hat und nicht, in Anführungszeichen, nicht einfach dasteht, sage ich jetzt mal. Und deswegen hat mich diese Pose, hat sich deswegen eingeprägt und deswegen ist es mir dann bei der Beisetzung oder der Trauerfeier dann eben auch wieder aufgefallen, ja, Mensch, diese Pose hatten wir schon mal. Das fand ich sehr interessant. Vielleicht war das damals auch üblich. Ich bin nicht so kirchlich vertraut gebildet. Ich fand das auf jeden Fall auch sehr auffällig und ich fand es auch eindeutig, mir ist auch aufgefallen. Ich fand es aber nicht schlecht. Ich fand es auch schön, diese Parallelität zu betrachten, dass man ja auch die unterschiedlichen Perspektiven sieht. Ich finde zum Beispiel, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, das passt jetzt halt in diesen schönen Kontext, den du jetzt aufgebaut hast, nur halbwegs rein, aber dieser Weg, den ja ist, die beiden gehen und dann die anderen beiden gehen hier im Hafen zu den verschiedenen Pärchen und dann er sozusagen im dritten Akt, wie er dann sozusagen genau an der gleichen Stelle bei der Hure rauskommt und den Weg alleine wieder zurückgeht. Also jetzt die Szene, dass er da zurückgeht. Das ist ja auch nochmal der gleiche Hafen, ist ja auch nochmal die gleiche Situation noch nochmal aufgenommen, dass er sozusagen an der gleichen Stelle ist, während er mit seiner Traumfrau da ist, ne? Und dann nachher ist ja seine Frau entscheidet sich für den anderen und auf einmal und er geht den Weg nochmal alleine. War da sogar der Schnee in dem Moment? Weiß ich nicht mehr genau. Ja, wird eben wieder aufgegriffen. Das fand ich auch nochmal so bezeichnend, dieses Dumm-Dumm-Dumm. Also man könnte das jetzt natürlich immer noch mal weiterziehen, ne? Wie viele Szenen haben wir im Regenschirmladen, wie viele haben wir bei der Patentante und so. Da gibt es ja dann auch wieder so ganz viele Kleinigkeiten. Also in seiner Wohnung, schrägstrich bei der Patentante, hatte ich ja gesagt, hier, ne, da haben wir diese Miniatur-Tankstelle, die für mich eben ganz klar war, das ist eben sein Traum. Und die steht erst auf dem Boden, also neben einem Regal, nicht Regal, sondern neben einem Schrank da. Und dann, wenn er nachher später zurückkehrt aus seiner Militärzeit, dann steht es auf einer Anrichte und er stellt es wieder aber da runter in die Ecke. Weiß ich auch nicht so genau. Und gut, die Schiffe, die kriege ich nicht so gut ganz eingeordnet, wofür die stehen könnten. Vielleicht für das Verreisen, aber die Schiffe selbst kommen ja nicht so richtig vor. Naja, aber auf jeden Fall haben wir eben die Manifestation seines Traums ist in seinem Zimmer vorhanden, eben dieses Bild von der Tankstelle und auch wenn es nachher nicht 1:1 so aussieht in der Realität, aber sie ist schon ziemlich dicht dran, dieses Modell, glaube ich. Ja, mir ist das Modell erst gar nicht aufgefallen. Das ist mir das erste Mal aufgefallen, als er es runtergestellt hat. So. Ja, also zu dem Moment, wo es das letzte Mal gezeigt wurde. Ja. Das vorher nicht wahrgenommen. Ich habe vorhin nur auf die Schiffe geachtet gehabt, tatsächlich. Ja. Ich finde auch allgemein so die Inszenierung,
Genau, das können wir einfach mal bei der Kirche. Wenn das Paar aus der Kirche kommt, wenn sie geheiratet haben, dann kommen sie sozusagen auf uns zu. Ich überlege gerade, also ne, wir stehen sozusagen vor der Kirche, ein paar andere Menschen, anscheinend ja, weil die Familie keine Freunde hat und Nachbarn, sind das wahrscheinlich einfach Neugierige und wie immer natürlich die dunkel gekleideten Matrosen, die in quasi jeder Szene irgendwie mal auftauchen, durchs Bild laufen. Ich überlege gerade, wie rum das war. Also die kommen aus der Kirche auf uns zu. Die Kamera fährt, glaube ich, sie fährt auf jeden Fall auf sie ran. Von rechts kommt das Auto reingefahren und genau, die Einstellung endet damit. Ist eben eigentlich so eine totale, halbtotale und endet mit der Aufnahme von Katharina Neffs Kopf durch die geöffnete Autoscheibe oder das Autofenster. Genau, das fand ich zum Beispiel so relativ simpel wieder und auch wahrscheinlich sehr banal, aber es ist so ein Ausdruck eben, wie durchgeplant das eben auch ist, die ganzen Einstellungen und so. Ich muss es ja sowieso machen, wenn du mal den Gesang hast und so. Ich meine, ich weiß es jetzt nicht, das ist jetzt wieder nur eine Mutmaßung, wie viel davon eben tatsächlich der Ton am Set aufgenommen worden ist und was nochmal nachvertont wurde. Weil ich auch keine Ahnung habe, wie das ist mit den Instrumenten. Naja, keine Ahnung. Ja, und natürlich die Farbwelt von Cherbourg und überhaupt. Also so das, ich habe das Gefühl, das war alles nur blau. Blau und rosa. Blau, rot war immer mal wieder. Es war sehr interessant, eben bei der Patentante war dieses rot, grün, blau. Also da hat man sozusagen rechts im Bild war sie im Bett, das war rot. Dann war da in ihrem Zimmer war das so die grüne Tapete und rechts konnte man so in den Flur schauen, da war dann die blaue Wand. Und die Küche war und ja weiß-blau. Farben, ja, also es wird ja immer wieder, ne, das Schwarz, die Autos, die prominenteren Autos waren schwarz. Wir haben dann nachher auch noch den Schnee ja als dieses Weiße, wo dann natürlich auch nochmal die Tankstelle dazu kommt von Guy. Also der setzt schon ziemlich ordentlich auf so expressive Farben. Also ich glaube, das ist auch, ich habe das jetzt nur kurz überflogen vorhin, das Bonusmaterial zum Thema der Restauration des Films, eben wie es abgetastet worden ist von diesen Dreifarb-Sachen. Aber da will ich jetzt auch nicht zu tief einsteigen, weil ich mich da auch nicht so gut auskenne. Ja, auf jeden Fall ein sehr expressiv mit Farben arbeitender Film. Auf jeden Fall. Ich finde trotzdem noch, dass das Blau übermäßig präsent war. Seine Kleidung ist meistens auf Blau ausgelegt, sein Zimmer war auf Blau. Dafür hat er dann die pinkfarbenen Hemden auch getragen. Ja, das meine ich ja, die Frau trage meistens auch pinkfarbene, also Mäntel oder Kleider. Aber zumindest Aprikotfarben. Und dann ihre Tapete ist blau mit Aprikot und rosa mit drin. Dann ist das Wohnzimmer der Familie ist auch blau. Also es ist auch blau ist halt sehr, sehr viel. Dann haben wir nochmal Orange, ist dann Madeleine nachher? Oder Braun-Orange war so Guy und Madeleine, würde ich jetzt sagen. Mich ein bisschen aus dem Fenster. Ja, beim Neuanfang, ne? Somit, genau, wenn er wiederkommt, ist er auf jeden Fall eher braun gekleidet. Hatte ich so, also hatte mehrmals diesen braunen Anzug an. Das kam bei ihm auf die Lebensphase an. Ja. Ne, das war ja dieses die Verzweiflungsphase oder die Wiederaufbauphase. Die sah schon unterschiedlich aus. Gelb hatten wir nochmal auf jeden Fall beim Kind nachher. Aber die auch sehr. Ich überlege gerade, ob die Farben sozusagen auch nachher die Trennung unterstreichen, also die in Anführungszeichen unterschiedlichen Welten, in denen sie sich befinden. Man kann natürlich gleich mal sagen, Katharina Neff ist die Blonde und Madeleine ist die Dunkelhaarige. Das ist auf jeden Fall auch schon mal eine Unterscheidung, schrägstrich Trennung der Welten. Ja, wir haben, wie gesagt, auch dieser Kirchenkontrast. Madeleine in der Trauerkleidung schwarz und Genevieve eben in weiß, logischerweise, weil sie heiratet. Was sie dann aber verbindet, ist natürlich, dass sie beide Kinder haben, vom gleichen Mann. auch da wäre eventuell wieder eben, ne, sie hat die Tochter und er dann den Sohn. Das ist nochmal so ein Punkt. Ja, François oder François. Ja. Ja, ja. Also ich fand auf jeden Fall den Einstieg schön. Ich fand auch, was mir zum Beispiel in diesem Film sehr gut gefallen hat, war auch die Darstellung von Genevieve und die Beziehung zu ihrer Mama. Wie eng die war. Also ich habe immer teilweise, wenn irgendwelche Entscheidungen anstanden, wie zum Beispiel, wenn die Mutter gesagt bekommt, sie ist schwanger oder sie möchte Kontakt halten oder sie möchte auf Guy warten oder ähnliches. Aber wenn solche Sachen vorkamen, dann habe ich immer schon gedacht, fühlte ich mich immer an modernere Filme erinnert und habe immer schon das Schlimmste erwartet von der Mutter, dass die ihre, um ihre Tochter zu beschützen, jetzt komplett
seine Briefe irgendwie versteckt oder, ja. Oder, ja, stimmt, oder dagegen agiert oder dass sie sozusagen sie nötigt, den reichen Kassar zu heiraten. Ich habe immer darauf gewartet, dass irgendwas kommt, aber nein, die Mutter war wirklich, ich liebe meine Tochter, ich möchte ihr nichts vorschreiben, ich möchte sie nicht in die Ehe reinpreschen. Ich denke nicht, dass es richtig ist, wenn du auf ihn wartest, aber wenn deine Gefühle so sind, musst du dann machen, wie du denkst. Hauptsache, wir sind zusammen und wir schaffen das schon irgendwie. Und ich fand diese Darstellung von Mutter-Tochter unglaublich toll. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich bin für mein Kind da, ohne ihr Vorschrift zu machen. Sie ist alt genug, sie sagt, sie ist alt genug, also akzeptiere ich das. Und ich fand, das war eine ganz tolle Darstellung. Hat mir sehr gut gefallen. Ich überlege gerade, ob das einfach auch schon so eine Klischees sind, ne? Dass man erwartet, jetzt kommt ein Brief, den kriegt die Mutter und also da kriegt eine andere Person als die den Brief eigentlich kriegen soll, dass man sofort damit rechnet, dass das liest der oder diejenige jetzt und dann wird das versteckt und es wird irgendwie zu einem Geheimnis aufgebaut. Ja. Nö, sie gibt ihm einfach den Brief. Warum, ne? Du hast auch so reagiert. Das ja, war natürlich. Einfach dieses, jetzt Konflikt. Aber nein, das menschliche Drama ist schon groß genug. Das reicht auch völlig aus. Da muss man nicht noch sowas Gehässiges reinnehmen, ne? Was man, ja, genau. Ich überlege gerade, das wirkt ja eigentlich auch so ein bisschen als diese Problematik, die entsteht, dass sie so als, nee, den Gedanken kriege ich nicht richtig zu Ende, dass das nicht so keine Alleinschuld irgendwie an einer Stelle ist, dass alle so ein bisschen, ja, ist jetzt nicht so geil gelaufen, aber irgendwie arrangieren wir uns damit. Ich überlege auch gerade, das ist ja jetzt die Generation, die 68er-Generation passt da noch nicht. Also wenn dann 68 ist, dann so dieser Umbruch, diese gesellschaftlichen Unruhen. Aber dafür sind die Kinder in dem Film, glaube ich, noch nicht ganz. Die sind schon ein paar Jahre davor, hätten das sein müssen. Aber dass das eben jetzt die Gesellschaft ist, in der entsteht das jetzt so, ne? So, ja, die große Liebe, ja, das hat irgendwie nicht so geklappt. Und genauso, wenn Madeleine dann im Café Guy fragt, ja, denkst du denn nicht mehr an sie? Das ist eigentlich natürlich völlig die schlimmste Frage von allen, weil klar, spätestens in der Sekunde muss er ja wieder an sie denken. Spätestens, wenn wir wissen, wie das Kind heißt, wissen wir, wo die Reise hingeht. Ja, ne, aber dieses, ja, ich denke nicht mehr an sie und eigentlich wissen doch alle, ja, das hast du ihr jetzt schön angelogen, ne, aber. Ja, aber was soll er machen, ne? Also er gibt dann, die erste Liebe vergisst man nicht, sagt man ja immer so schön und er versucht ja wirklich alles in dem Moment. Wäre es nicht in der Konsequenz, wenn wir jetzt sagen, so wie die Mutter und die Tochter dieses Verhältnisses haben und sehr offen miteinander sind, wäre es nicht auch von Guy dann zu sagen, selbstverständlich denke ich an sie, einfach, ne, sie gehört zum Leben dazu, aber ich liebe dich und bin mit dir zusammen und fertig. Und das, ich weiß nicht, so wie die Madeleine eingeführt wurde, die Madeleine war ja sozusagen von Anfang an, wirkte sie so, als wäre sie in ihn verliebt. Also ja, spätestens wenn er dann wieder da ist, sie kommt zur Tür rein und, oh, ich bin kurz ein Honigkuchenpferd und muss grinsen. Ja. Das war ja auch... Bing, da ging aber, da wurde es plötzlich sehr hell da um sie herum, die Aura, das strahlt. Ja, irgendwie durch. Wurde das also relativ eindeutig gezeigt, dass sie heimlich in ihn verliebt ist, auch schon am Anfang, ja. Aber auch sehr, sehr schüchtern und auch sehr, sehr unsicher wirkt die ganze Zeit über und mit der Zeit halt selbstsicherer wird, wenn ihm gegenüber, weil er ja sozusagen noch abbaut, ne? Die Beziehung von den beiden geht ja erst wirklich in dem Moment, wo er wiederkommt und Genevieve weggezogen ist nach Paris. Und er sozusagen seine Verarbeitungsphase hat, wo er noch die Hoffnung hatte, er sieht sie wieder und das kann das ganze Problem richten und dann aber mit der Wahrheit konfrontiert wird, er hat gar keine Chance mehr, er hat keine Chance, sie zu kontaktieren, sie ist einfach weg. Hm. Und es ist ja nicht nur sie weg, es ist auch sein Kind weg. Es ist ja ein Doppelverlust für ihn. Und dass er damit nicht klarkommt und komplett sozusagen sein Charakter sich auch durch diese Trauerphase so extrem ist negativ verändert, dass er halt gerne mal säuft, dass er nicht mehr so viel Geduld hat, dass er auch schneller reizbarer ist. Seinen Job hinschmeißt. Genau, dass er sozusagen da einfach in den Tag reinlebt und auch er sagt, okay, dann lebe ich halt von meiner Pension, als dass ich mir das jetzt hier gebe oder dass er irgendwie auch keine Motivation und kein Ziel mehr in diesem Moment hat, dass er einfach muss sich diesem Schmerz einfach komplett hingibt und in diesem Moment sozusagen auch sein Selbstbewusstsein auch verliert. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, wo dann halt Madeleine, die sowieso schon so schüchtern ist und alles und die dann halt einfach automatisch für ihn da ist, weil sie einfach da ist. Auch wenn sie jetzt nicht enge sind, einen irgendwie einen Halt gibt. Ne? Und wenn das dann sozusagen die Tante stirbt, sie ist der einzige übrig gebliebene Mensch, der Kontakt, den er hat, mit dem er sich nicht überworfen hat. Das ist eigentlich auch interessant, ne? Dass diese Guy und Genevieve am Anfang so total eben verbunden und sich nah und keine Scheu so voreinander. Und die anderen Beziehungen dann sind eben immer sehr
ja, zurückhaltend bis, also ich glaube, awkward wird mehrmals als Untertitel eingeblendet, sowohl zwischen Herrn Cassar und Genevieve, ne, der so, ja, ich, also der ist schon bei der Mutter so, ja, ich weiß nicht, ob ich mich trauen kann, Ihnen zu sagen, dass ich nach der Hand fragen würde, Ihrer Tochter. Und das gleiche ja zwischen Madeleine und Guy, die dann da stehen. Und ja, also wenn du jetzt was sagen würdest, ja, was wäre denn, wenn ich was sagen würde, würdest du dann bleiben? Ja, vielleicht, also sehr, ja, sehr zurückhaltend, sehr, sehr vorsichtig. Eben auch so dieses Ungewisse, was damit ja auch verbunden ist. Finde ich auch sehr interessant. Ja, finde ich auch. Also finde ich auch sehr spannend. Ich finde auch gerade die Madeleine macht ja für mich in der Hinsicht auch die größte Entwicklung tatsächlich durch, weil den Guy, der hat jetzt sozusagen seine Trauerphase und durch die Madeleine, weil die dann auch sagt, die ganze Zeit immer heilig verliebt war und er das wahrscheinlich auch gemerkt hat, aber halt nicht groß beachtet hat. Wenn sie dann sagt, ich verlasse dich jetzt so, was du dem, was du geworden bist, das möchte ich auch nicht mehr haben. Also das ist dieses, entweder du änderst dich wieder zurück oder ich bin auch weg. Und das ist ja sozusagen für ihn, glaube ich, auch die letzte Konsequenz, dass er merkt, er muss sich wieder was aufbauen. Ja. Und dass sie ihm da wirklich aus diesem Tief auch irgendwie raushilft, aber nicht unbedingt durch Liebe, sondern einfach durch Unterstützung. Und und sie aber wiederum, die auch wirklich unsicher ist, weil sie sich der Realität bewusst ist, dass sie weiß, er liebt die Genevieve noch, aber ich bin halt da, und wenn er jetzt sagt, okay, wenn er mir immer wieder beteuert, dass ich ihm auch wichtig bin, irgendwann werde ich ihm auch irgendwann wichtig sein, dass sie einfach diese Präsenz zeigt und einfach sich irgendwann ergibt und sagt und irgendwann einfach der bei ihr diese Skepsis loslässt und sie einfach jetzt einfach anerkennt, okay, er hat recht, irgendwann glaubt sie ihm einfach, dass sie einfach bleibt. Das ist einfach so der Gedanke. Und sie hat ja auch die größte Veränderung. Am Anfang ist sie dieses Scheuerie mit den dunklen Kleidern, den offenen Haaren, und dann wird sie nachher, als sie dann wenn er dann wiederkommt von der Armee, hat sie schon buntere Sachen an, ist dann halt schon so auffälliger gekleidet und auch ein bisschen, ist er nicht mehr so zurückhaltend mit dem Lächeln, sondern lächelt er nochmal breitherziger, also ist dann halt auch wirklich sichtbarer, denn wenn in der Phase, wo sie zusammenkommen, da trägt sie ja diese ganz auffällige Kleidung mit den knalligen Farben, mit dem Orange, was du auch schon gesagt hattest, wo dieses braun-orange halt dieses offene, dieses, was sie strahlen lässt. Und zum Schluss, wo sie diese unglaublich fürchterliche Frisur hat, wo sie dann halt... Aber Kathrin Nöff hat dann auch die Haare hochgesteckt, ne, ganz in der letzten Szene. Sie hatte ja nicht die Haare hochgesteckt, sie hatte ja so eine kurze Frisur, die aussah wie so ein Topf. Auch wie so ein Moppe. Das macht das ja unglaublich alt. Und dann aber halt auch nochmal diese strahlende Farbe mit dem Grün und der Hoffnung symbolisieren und was weiß ich was. Und da wirkte sie halt auch sehr selbstbewusst gegenüber. Ne? Dieses, ja, nach dem Motto, ich glaube dir jetzt, wir sind eine Familie, sind gestanden, wir sind so lange zusammen, bam, und ja, ich gehe jetzt mal hier. Und sie wirkte halt sehr souverän, schmeißt die Familie. Also sie hat eine riesen Entwicklung meiner Ansicht nach durchgemacht. Das fand ich schon. Und bei Katharine Löffi war ja immer eine hübsch niedliche. Das war ja eine sehr offenherzige, die ist halt, die wirkte auf mich immer nur, dass sie ernster wird. Am Anfang hatte sie immer ihr Schleifchen im Haar gehabt, nachher hatte sie die Hochsteckfrisur, dann wirkte sie ja sehr wie reiche Frau im Pelzmantel. Also. Ja, ne? Die Kleider machen Leute Geschichte. Ja, es liegt ja auch so eine, ich weiß gar nicht, Melancholie, so eine Traurigkeit über diesem ganzen Film eigentlich, ne? So dieses von wegen, es ist ja nur fernab vom Happy End. Es ist ja wirklich so ein. Ja, in der Welt, in der ihr lebt, ist das eben so. Ihr seid froh, dass es euch materiell quasi gut geht, aber die emotionale, die Liebe, die kriegt ihr, weil zumindest nicht die ihr euch erhofft vielleicht oder erwünscht habt. Also diese Träume zerplatzen ja alles. Selbst, also ne, Guy und Genevieve sowieso, die im Zentrum stehen, aber Cassar hat ja auch, ne, wenn er dann einmal kurz sagt, ja, ich hatte mal diese Lola. Das fand ich interessant, das war halt dieses, ich hätte mir das ja rausgesucht hier mit dieser romantischen Trilogie, dass sie sozusagen, dass halt der zweite Teil sozusagen ist, wo wir jetzt beide nicht sicher sind, ob das jetzt ein offizieller Titel ist oder ob das jetzt einfach nur so eine Zusammenfassung ist. Und der erste aus der Reihe ist ja Lola, das Mädchen aus dem Hafen von 61, wo man keine Blu-ray oder DVD kriegt. Ich hatte ja schon geguckt gehabt, sonst ist auch noch im aktuellen Stand nicht, das kann sich ja jetzt halt wieder ändern. Und als er dann auf einmal meinte, ja, ich bin die Lola, ich hatte eine Beziehung mit der Lola gehabt, das war aber unglücklich. Da habe ich gedacht, hä, das ist doch schon das hier. Und dann habe ich nochmal geguckt und er spielte ja da auch die Hauptrolle. Das ist der gleiche Schauspieler, der auch sozusagen den männlichen Teil in diesem Film spielt. Finde ich auch wieder sehr, sehr schön in Szene gesetzt. Dann haben wir sozusagen das Echo, diesen Widerhall, einfach so eine Kamerafahrt durch so einen, ich weiß gar nicht, Innenhof, so eine Geschäftsecke,
sehr viel Rot in dem Bild, wo die Kamera einmal so zurückfährt, sich einmal dreht und dann wieder in die andere Richtung zurückfährt. Und das ist quasi die Erinnerung. Ne? Es ist völlig menschenleer, da ist nichts, da sind einfach nur diese Läden. Und das funktioniert so als die Erzählung im Film. Ich kann mir aber gut vorstellen, wenn man jetzt Lola auch gesehen hat vorher, dass man wahrscheinlich selbst dann auch logischerweise mit diesem Ort dann was verknüpft. Die das Handlung. Ist ja auch ärgerlich. Ich hätte das gerne auch in der Reihenfolge gesehen. Aber das Schöne an der Sache ist, nach diesem Gespräch wissen wir ja, dass er Pech hat im ersten Teil. Dann kriegt er... Bin ich zum Beispiel nicht, wie gesagt, bin ich sicher. Vielleicht endet der ja auch in Anführungszeichen glücklich und dann springt er eben halt, ja, und dann stellen wir fest, oh, hat sich doch nicht so gut entwickelt, wie er hofft. Ja, weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es ja auch nicht so klappt, ja. Also, dass er kein schönes Ende hat und dass er jetzt sozusagen jetzt im zweiten Teil entschädigt wurde, dass die Rolle dann doch nochmal irgendwo hinkommt, sozusagen. Ja, genau, was ich auf jeden Fall dazu quasi hinaus wollte, war eben diese Melancholie oder dieses ja, das ganz große Glück geht nicht in Erfüllung, liegt irgendwie bei diesem Film. Also finde ich schön, dass nicht man oder ich sehe es nicht als Happy End. Das hätte man wesentlich. Ja, aber das ist ja eine Frage, hast du das denn? Man hätte diesen ganzen Film, diese ganze Geschichte wesentlich in Anführungszeichen positiver und im negativen Sinne auch kitschiger ausgehen lassen können. Ich sag dir ganz ehrlich, ab der Hälfte, also ich jetzt hier. Das Abwesenheit war, habe ich diese Spannung, in dieser Spannung extrem gefühlt. Und da habe ich mich auch wieder diesem Klischee-Gerüst hingegeben, wo ich dachte, ja, muss der die Klischee, wie geht der Film jetzt eigentlich aus? Wo könnte das jetzt hingehen? Und dann wird auch so gedacht, naja, geht das jetzt wieder auf Klischee-Art? Naja, wie es in der heutigen Zeit so wäre, dann sehen sie sich wieder, okay, und dann, ja, okay, dann fangen sie doch wieder was miteinander an und die anderen hängen dann da. Aber geht das zu dieser Zeit? Können die das überhaupt machen? Also ist die Entscheidung nicht schon gefällt? Aber andererseits, er kann sie auch nicht vergessen. Dann wird aber uns weiß gemacht, dass er sie vergessen kann. Und dann kommt halt dieses, ja, François, komm mal bitte. Und man weiß, aha, er hat seinen Sohn als so genannt, wie er es mit ihr besprochen hatte. Ja. Also es ist ja sozusagen auch nochmal eine kleine Hommage oder eine Denke an sie. Von daher... Sie hat Liebe ja nie aufgehört. Bei ihr ist genau das Gleiche. Warum? Sie hat ihn ja eigentlich mit vollem Herzen geliebt. Sie hat jetzt einfach nur eine Verstandsentscheidung getroffen. Warum sollte deswegen die Liebe weg sein? Wenn die sich jetzt sehen, vergessen die alles um sich rum und dann ist die Sache durch. Das war dieser Gedankengang. Wo soll dieser Film jetzt hingehen? Also wo geht jetzt die Reise hin? Ich hatte jetzt abgespeichert, und die werden auf jeden Fall zum Schluss nochmal eine Szene haben und die werden sich tief in die Augen gucken. Und dann werden wir vielleicht... Dem Zuschauer wird sich ja selber entscheiden, ob die zusammen miteinander anfangen oder nicht oder irgendwas mit passieren. Dass es jetzt wirklich so realistisch ausgeht, wie es jetzt ausgegangen ist, damit habe ich nicht gerechnet, dass es einfach zu realistisch ist, weil ich glaube, das ist wirklich ein wirklich reelles Ende. Das ist eigentlich ein sehr konsequentes, wie es auch im realistischen Rahmen wirklich ist. Ich finde es auch wieder eigentlich sehr, sehr schön filmisch umgesetzt, so dieses eben viel auch über die Bilder oder ohne das ganz konkret eben zu benennen, dass da Sachen eben erzählt werden, eben wie zum Beispiel, ja, das Kind heißt so und wie viel natürlich auch immer in den Blicken der Schauspieler und deren Bewegungen liegt sowieso oder auch dieser Kontrast, sie mit dem schwarzen Auto, das kleine bewegliche schwarze Auto und er in der unbeweglichen weißen Werkstatt sozusagen, die so als Kontrast da gegeben ist, er der da geblieben ist, der weggegangen ist, aber zurückgekehrt ist in diesen Ort und sie, die eben in die Großstadt gegangen ist und auch diese letzten Dialogzeilen, also sie, ich paraphrasiere dieses Französische, ich glaube tu es bien, fragt sie ihn, also geht's dir gut? Und er sagt eben très bien, also sehr gut. Und das ist das sind die letzten Zeilen, die wir im Film hören. Dann ist eben der Rest ist Bild. Und es ist eigentlich so dieses, ne, es ist eigentlich schön, oder der ganze Film sieht schön aus, quasi sehr viel positiv, aber darunter liegt eben, oder erzählt wird eigentlich etwas, was definitiv nicht uneingeschränkt schön ist. Es liegt auch in dem, was sie dann haben, das Leben, da liegt auch eine Schönheit drin, aber die Träume waren eben andere. Ja, ich finde die Tragik ist ja auch, dieser Film, also das Film geht ja auch nicht damit los, dass sie schwanger ist, die Tragik geht damit los mit ihrer Entscheidung, die sie trifft. Also in dem Moment, in dem sich entscheidet, dass sie sozusagen Cassin heiratet, entscheidet sich ja gegen ihn und die Konsequenz ist ja daraus, das erfahren wir dann sozusagen in seiner Geschichte nachher am Ende, dass sie ihm zwar, also sie teilt ihm ja mit, dass sie schwanger ist, er kann ja aus der Entfernung ja nichts machen und sie zweifelt ja so ein bisschen an ihm, weil er sich nicht rechtzeitig auch häufig meldet.
Sozusagen, weil ja viel zu selten der Post kommt, ähnliches, was natürlich auch an äußeren Umständen bedingt sein liegen könnte, was die aber halt nur als Fakt sieht. Und die Tatsache, an dem Moment, wo sie sich für Kassar entscheidet, schreibt sie ihm ja weniger und oberflächlicher, antwortet auf keine Fragen mehr und es weicht ihm eigentlich aus. Ne? Und was nicht nur, was ihm natürlich unfair gegenüber ist, weil es ja auch feige ist, sie könnte ja auch sagen, das ist genau so und so und so. Aber gleichzeitig ist ja auch für sie auch wahrscheinlich ein Selbstschutz, um ihre Gefühle sozusagen einzuschränken, weil sie ja ihn auch noch liebt. Damit geht ja die Trage an sich schon los, dass er dann halt auch wiederkommt und alle sagen ihm, ja, sie ist gar nicht mehr da und er weiß eigentlich gar nichts. Ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass es in seinem Kopf war, das ist irgendwie komisch, oh, jetzt ist das ein Riesenproblem, oh, da müssen wir drüber reden, das müssen wir aus der Welt schaffen. Und dann, als er dann feststellt, alle sind weggezogen, sind hier gar nicht mehr da, er hat keine Kontaktdaten, nichts. Und sie hat ihm nicht mal mitgeteilt, dass sie wegzieht. Ich kann mir vorstellen, dass für ihn sozusagen eine Welt zusammengebrochen ist. Dass er da ja, na, er hat ja gesagt, ich dachte, sie ist wütend auf mich, aber das ist ja alles noch ganz anders jetzt, oh Gott, oh Gott. Naja, das war von ihr in der Hinsicht auch, ich glaube schon, dass von ihr viel Selbstschutz war, aber ich fand das von ihr ihm gegenüber auch sehr unfair. Hm. Also jetzt mal außen vor mit ihrer Beziehung, wie es jetzt bei ihr ausschaut, aber auch wegen dem Kind, das ist ja trotzdem noch sein Kind. Dass sie ihm dadurch die Entscheidung auch abnimmt, dass er das Kind gar nicht sehen darf oder dass sie es gar nicht... Welche Chance hat, ja. Ja, ja, also das ist viel, das kommt ja noch dazu. Ja. Deswegen fand ich das zum Beispiel auch sehr stark am Ende, als sie dann sagt, oh, ich bin jetzt mal hier abgebogen, ich wusste gar nicht, dass ich dich sehe. Wo ich denke schon, ja, der Unterbewusstsein wollte, dass du ihn schon sehen, als wärst du nicht abgebogen, haha. Und dann halt dieses, ja, hier ist das unsere Tochter, möchtest du sehen? Nein. Dass er gleich konsequent sagt, nee, das ist mein altes Leben, das ist mein neues Leben, damit fange ich hier gar nicht an, das euch zu verwischen. Die Tochter trägt auch rot, ne, glaube ich. Ich habe gedacht, die hat blau. Naja. Ja. Rot-blau. Ich hätte jetzt blau gesagt, aber das weiß ich jetzt nicht. Weißt du, was ich das Kind, hübsches Kind war? Und ja, und dass er dann halt konsequent sagt, nein. Dieses, ich habe damit abgeschlossen, das gehört zu meiner Vergangenheit. Machen wir es jetzt nicht unnötig kompliziert hier. Ja, ist schon kompliziert genug alles. Hast du das Gefühl gehabt am Ende, wenn sie aufeinandertreffen, dass die Lebensentwürfe, die sie beide sozusagen sich jetzt aufgebaut haben, dass beide damit glücklich sind mit ihren eigenen Entwürfen? Mit Teilen dieser Entwürfe. Also er wollte halt diese Tankstelle, das hätte er so oder so gemacht quasi, aber er hätte schon gern das mit ihr zusammen erlebt, auf jeden Fall, würde ich sagen. Und ich meine, das passt ja dann auch wieder zu der Jahreszeit, es ist eben voll verschneit, es ist extrem kalt. Ne? Mhm. Also er kriegt ja noch von Madeleine zunächst gesagt, hier, deine Hände sind kalt. Das ist ja der Moment, wo wir mitkriegen, hier, sie sind verheiratet, weil wir dann beide sehen, sie haben jetzt Ringe am Finger. Genau, diese Kälte, die physische Kälte ist eben auch dann, ja, emotional sind sie nicht kalt, aber sie geben sich sehr kalt eben, ne? Obwohl wir eigentlich wissen, ja, am liebsten würde sie sich jetzt einfach in die Arme nehmen und vielleicht davonfahren und das hinter sich lassen. Und ich glaube, dass beide sozusagen sich noch lieben in diesem Moment. Ja, das denke ich schon. Und der eine mehr als der andere oder gleich? Das vermag ich nicht so hundertprozentig zu beurteilen. Mhm. Aber bei beiden ist es auf jeden Fall noch da. Es wirkt auf jeden Fall sehr unbefangen nachher, wenn sie dann wegfährt und er mit seinem Sohn dann wieder spielt und seine Frau dann küsst und sowas, wirkt schon sehr unbefangen. Ja, das wirkt schon sehr, sehr, dass er doch glücklich wäre mit dem Leben, das er sich sozusagen jetzt aufgebaut hat. Ja, durchaus. Er hat ein Glück gefunden. Aber trotzdem bricht da nochmal was auf jeden Fall, als sie sich dann wiedersehen. Ja, ist halt dieses schwierige Was-wäre-wenn, ne? Fandest du es eigentlich in diesem Moment, wo er dann sagt, er will sein Kind da nicht sehen, fandest du es denn gut oder hart? Oder wie war denn dein Eindruck von der Szenerie? Ich glaube, das habe ich gar nicht so bewusst mitbekommen in dem Moment, ehrlicherweise. So, okay. Aber finde ich durchaus nachvollziehbar. Also, dass er dann lieber sagt, ja, nee, das wirft jetzt gleich nochmal ganz andere Probleme auf, wenn wir das jetzt machen, wenn du das Kind zeigst. Wer war denn der Mann, Mutti? Ja, also das ist dein Vater gewesen. Naja. ja, was eigentlich auch schon wieder, eigentlich wäre es richtig gewesen, er hätte eigentlich jetzt mal Hallo sagen müssen, so dieses... Ja, Kind, wir sind ehrlich zu dir, ne? Du bist gar nicht von Lassar das Kind, sondern ach ja. Ja, die Frage ist ja, ob das Kind das überhaupt je was zu erfahren kriegen wird. Ja, in der konservativen Gesellschaft. Ja, was sich da eben schon wieder aufbaut, ne? Also wie gesagt, ein durchaus leicht wirkender Film, so auf den ersten Blick. Aber eigentlich ein
waschechtes, wirklich mitnehmendes, trauriges Drama. Würdest du sagen, es ist ein Melodram? Melodram würde ich jetzt nicht direkt sagen. Mit Melodram verbinde ich, glaube ich, irgendwie nochmal 3 Stufen mehr im positiven Sinne Kitsch und noch mehr Gefühlsbomben. Das hat sich hier bei mir vielleicht auch durch die Inszenierung, durch eben, dass das ein gesungener Film ist, nicht auf der Art ergeben. Nee, also ein Drama auf jeden Fall, auch großes Drama, aber ich würde irgendwie nach dem, was ich unter diesem Begriff Melodram verstehe, was nicht richtig sein muss, würde ich eben nicht sagen, dass es Melodram ist. Romanze? Ja, auf jeden Fall. Findest du das ein Melodram? Oder was, wie nee, ich frage bloß. Wie willst du dir denn das Melodram, Melodrame sind für mich auch, ich habe jetzt auch kein Beispiel, aber sind für mich Filme, wo du dann unglaublich viel weinst, weil da wirklich die ganze Zeit nur auf Tränendrüse gedrückt wird und dann meistens, ja, ich habe da jetzt keine klassische Definition, also ich weiß es auch nicht, aber weil du es die ganze Zeit meinst, diese melancholische Grundstimmung liegt schon da, das ist deswegen, dieses dass man nach meinem Melodram fragen kann, finde ich, das drängt sich da schon auf. Es ist eine traurige, es ist eine Romanze, ja, es ist eine Romanze. Das finde ich schon. Deswegen habe ich mich ein bisschen gefreut. Ich wusste erst gar nicht, worum es geht. Ich hatte die 12 Folgen ja ewig liegen gehabt. Die haben schon gedacht, dass es um ein Pärchen und Liebesgeschichte geht. Aber ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Aber ich hatte gefreut, das heute einen Roman zu gucken. Also von daher, das war für mich was anderes. Ja. Fand ich sehr. Wie gesagt, also für mich ist halt das Film zwar die Mutter-Tochter-Geschichte-Beziehung. Die fand ich unglaublich schön dargestellt, auch für diese Zeit. Das fand ich sehr, sehr toll. Gerade wenn man so ein anderes, dieser Zeitebene mal in andere Filme reinguckt, wo dann halt die Eltern einen immer zwingen, eine gewisse Rolle reinzugehen. Ja. Wie bei Gigli ist das auch so, dass die Mutter sie so hinterremmelt, dass sie dann eine Rolle auf Position einnehmen muss. Und Gigi oder? Ja, Gigi, ja. Gigi. Das andere war ich erzähle die ganze Zeit Lopez, ne? Ja, Gigi. Gott, ja, ich bin heute. Naja, ich wollte nur sicher gehen. Oh, ich bin heute wirklich schlecht, ne? Und ich überlege gerade, welcher andere Film das noch war, da komme ich gar nicht drauf. Auch ein Frauenname. Mit Leslie Caron. Andy? Wie? Nee, Andy. Nee, Andy nicht. Andy ist im Waisenhaus. Nee, ja. Oh, das ist das aber auch so, weil wo sie dann halt hier die Mätresse, die ganze Zeit ihr Leben darauf gearbeitet wird, dass sie die Mätresse wird von dem Reichen. Ist nicht Gigi? Nee. Nee. Naja, also ich weiß zumindest, welchen Film du meinst, aber ja. Ich wusste jetzt gerade noch. Kleine Mädchen, da denke ich doch schon mal hier, Little Girls, ich mir denke, oh, wie verfänglich. Nee, ich muss gerade noch daran denken, wie sich eigentlich thematisch Belle de Jour dann anschließt an diesen Film, weil Catherine Deneuve da eben auch die Frau an der Seite eines Mannes ist, aber da so Liebe ist da eigentlich nicht so, oder sie hat eben ihre Fantasien vielleicht auch, die sie ausleben möchte. Also es ist auch da dieses, man ist nicht aus Liebe zusammen, sondern man hat eigentlich ganz andere Vorstellungen oder so. Ja. Ein hochinteressanter Film auf jeden Fall, ja, war unterhaltsam, nicht im Sinne von, ha, ich will mich einfach mal bespaßen lassen, sondern der Spaß kommt eigentlich, finde ich, durch die Inszenierung, durch die Musik und eben durch, wie das ganze Thema aufbereitet wird. Ja, ich fand es auch sehr sehenswert. Hattest du eine Lieblingsfigur gehabt oder einen, wo du am meisten mit, den du am besten mitfühlen konntest oder am schlechtesten? Ja, natürlich die durchs Bild laufenden Seemänner, die dunkel gekleidet, die keine einzige Zeile haben oder sonst wie was. Ich fand die alle durchaus nachvollziehbar, ne? Also wie ich ja auch dachte, also das wäre ja auch wieder dieses, der Kassar, dass der noch klischeehafter als der böse Gegenpart noch stärker gezeichnet wird, im Sinne von, ey, du kommst jetzt an meine Seite und dann kann ich dich präsentieren oder so, aber das ist ja auch nicht der Fall. Also der das wird natürlich so gezeichnet wie, naja, der ist anscheinend viel unterwegs und wird vielleicht auch gar nicht so viel Zeit haben für seine Frau, aber es wirkt jetzt auch nicht so, als wäre er, würde er sie nur besitzen wollen, ne? Also er möchte schon auf einer Gefühlsebene auch für sie da sein, war so mein Eindruck. Ja, auf jeden Fall. Also ich muss ehrlich sagen, als ich vom Grundplot nur das gesehen hatte und also als wir dann so bei der Hälfte angekommen sind, habe ich ja die ganze Zeit überlegt, wo geht die Reise jetzt hin? Und ich hab mich ganz extrem an hier eine Liebe in Marseille erinnert geführt, hier mit Horst Buchholz und ich glaube, das ist auch Leslie Caron tatsächlich. Da geht es ja auch im Groben darum, dass sie halt schwanger wird von ihrer Liebe und er geht dann auf, er wird aber Seefahrer in dem Moment irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, und dann heiratet sie halt den Reichen und dann kommt er wieder. So, das ist diese Grundsituation. Das ist ja eigentlich sehr, sehr ähnlich. Aber der andere Film geht dann halt in die andere Richtung. Und dem anderen Film ist halt so, und er möchte sie natürlich wieder haben und er möchte halt auch sein Kind.
und ist dafür bereit, alles zu tun. Und das ist ja hier eine ganz andere Richtung. Da biegen wir ja komplett ab. Na, aber das, sowas habe ich dann halt auch erwartet, dass nochmal so ein extremer Konflikt dann mal aufkommt. Das, wir wissen ja noch, aus Buchholz halt auch mit dem, ihrem neuen Ehemann immer hier im Clinch und dass die halt da aufeinander stoßen. Und das ist ja hier nicht. Das ist ja hier die einzige Begegnung, wenn überhaupt man das nennen kann, zwischen Guy und Kassar, ist ja wirklich eine Autowerkstatt am Anfang, wo sie es nicht mal mitkriegen. Ja. Sonst haben die ja miteinander gar nichts zu schaffen oder er hat ja nicht mal ein Bild vor Augen, wen sie geheiratet haben könnte oder ähnliches. Das ist ja komplett nebensächlich in diesem Film. Wenn du gerade Bild sagst, ist auch interessant, dass er quasi, also er taucht, also Guy ist nicht da, taucht aber in Form des Fotos ja immer nochmal auf, so als Momentaufnahme. War das nicht Guy auf dem Foto? Ja, habe ich nicht Guy gesagt. Achso, ich habe jetzt an Kassar gedacht, ich bin schon wieder verwirrt. Nee, sie kriegt ja die Briefe von Guy und da ist er dann mit dem Foto dabei, meine ich. Ja, also ich glaube, filmtechnisch bin ich soweit eigentlich ganz gut mit durch. Gibt es ehrlich noch, man kann noch mal fragen, so die Regenschirme haben ja eigentlich so vor allen Dingen zu Beginn ihren Auftritt in der Titelsequenz. Na, schöne Regenschirme. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie auch zu dieser Zeit in Regenschirmladen auch noch andersweise erfolgreich sein könnte. Das ist ja wirklich sehr, wenn du deine Sommerwelle hast, dann kannst du das ja gar nicht auffangen. Naja. Also das war ja... Ist ja auch... Ist ein mutiger Geschäftszweig. Hat ja auch zugemacht, der Laden. Ich habe gelesen, dass der bis heute sogar noch existiert tatsächlich, dass es den wirklich gibt. Und ich meine, der hatte dann irgendwann zugemacht in 2000. Aber... Würde ich mich wundern, wenn es... Ich glaube, deins ist wahrscheinlicher als meins, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es überhaupt jemals ein erfolgreiches Geschäftsgewerbe gewesen sein könnte. Ja, das war so verbindet. Gibt ja immer, wie, also hatte ich auch mal irgendwie gehört, ne? Da gibt es ja immer noch Open Air oder so Aufführungen von dem Film jedes Jahr. Kann ich auch verstehen. Ist auch ein schöner Film. Ja... Das soweit von uns zu den Regenschirmen von Cherbourg. Jo. Ja. Dann gibt es noch andere Podcasts, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben? Was ist denn das für eine Frage? Ja, tatsächlich gibt es zumindest einen, von dem ich weiß, gibt vielleicht auch noch mehr, die kann man ja selber mal die Suchfunktion anschmeißen. Der Spätfilm, der Daniel, hatte sich mit dem Film beschäftigt in Folge 165, Spätfilm Folge 165, und hat da zusammen mit Christian Steiner über den Film gesprochen, weil Christian Steiner großer Fan ist von La La Land, aber an sich, hatte ich zumindest damals so verstanden, eigentlich auch nicht so der Musical-Typ ist. Nun ist aber so, dass Damien Chazelle, der Regisseur von La La Land, wohl gesagt hat, die Regenschirme von Cherbourg, das ist der Film aller Filme so ungefähr. Und die haben sich da von der Warte aus mal angenähert. Ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, dass ich die Folge mal gehört habe. Ich überlege aber gerade, mir die tatsächlich nochmal reinzuziehen. Auf jeden Fall, genau, wenn ihr Spätfilm noch nicht abonniert habt und dementsprechend leider ganz schlechte Menschen seid, dann ändert das sofort und könnt ihr auf jeden Fall noch mehr zum Thema Regenschirme von Cherbourg hören. Und von mir nochmal der Hinweis, wenn ihr einmal die britische Blu-ray haben wollt von diesem Film mit jeder Menge Extras, dann müsst ihr einfach nur auf wiederaufführung.de gehen, auf die Folge zu Regenschirme von Cherbourg und dort bis zum 31. Juli 2019 einen Kommentar hinterlassen und dann kommt ihr in die imaginär virtuelle Lostrommel und da wird dann Anfang August wird dann ein Los gezogen und dann sprechen wir das ab, ob und wie wir euch diese Blu-ray zukommen lassen können. Ja, aber ich würde ja auch mal interessieren, was denn die Hörer so für Musical-Erfahrungen haben und ob die ja komplett anders denken als wir. Ja, auch das könnt ihr gerne dann bei wiederaufführung.de schreiben. Ihr könnt natürlich auch vielleicht über Twitter, sind wir auch aktiv am Wiederaufführungs-Account, uns Rückmeldungen da lassen, sehr gerne. In getanzter, in gesungener Form, kein Problem. Kameras sind heute alles möglich. Ja, aber sonst würde ich sagen, haben wir es soweit. Das war Wiederaufführung für heute. Und ich lehne mich aus dem Fenster und sage, die nächste Folge erscheint dann auch wieder am letzten Sonntag des Monats. Das wäre dann also der 28. Juli, sollte die nächste Folge erscheinen. Und damit haben wir uns jetzt schön selbst ein Datum gesetzt. Auf Wiederhören. Guckt Filme, habt Spaß dabei. Lasst uns, wie gesagt, gerne wissen, was ihr von dem Film haltet oder von Musicals, Musikfilmen an sich. Ciao, ciao. Tschüss.